Hallo. So, jetzt hat Sebastian mich jetzt mitgenommen ins Hinterstübchen. Ich habe keine Ahnung, was er da mit mir vorhat. Er wollte mir irgendwas zeigen. Sebastian, was wolltest du mir denn zeigen? Ja, wir haben natürlich noch ein bisschen mehr mitgebracht als nur die Tayon, ja. What? wir haben vor kurzem eine kleine Ankündigung gemacht und haben gesagt, Rocket ist future ready, nennt sich das bei uns. Klingt natürlich jetzt erstmal hochtrabend, aber hat tatsächlich einen Sinn. Und wir haben zwei noch recht geheime Produkte dabei, die wir im Vorfeld auch niemandem gezeigt haben. Und ich gehe jetzt einfach mal direkt dazu und erkläre euch mal ein paar Sachen. Hochexklusiv, nur auf Fischkopf TV. Absolut. Exklusiv-Interview, also yes. Das mit dem Geld nachher. Gut. Genau, also wir haben jetzt hier mal unsere neueste Tastatur. Das ist die Rocket Skater. Skater? Skater. Wie Skeletor. Skeletor. Ja, exakt, exakt, richtig. Und es ist die erste Tastatur mit vollständiger Smartphone-Integration. Das betone ich auch absichtlich so. Wirklich vollständig. Vollständig. Also die hat so einen USB-Anschluss. Auch. Aber es kommt noch mehr. Genau, also es ist tatsächlich so, wir haben ja auch eine Software entwickelt, eine App, PowerGrid, wo wir auch schon ein bisschen mit dem Smartphone natürlich uns Sachen überlegt haben, die man damit machen kann im Gaming. So, und in dem Fall haben wir jetzt folgendermaßen gemacht. Zum einen hin haben wir hier eine Universalhalterung. Das heißt, warte mal, Sebastian, ja, bevor du jetzt fortfährst, werden wir die Kameraansicht ändern und zwar... So, jetzt sind wir hier in dieser neuen Perspektive, wo wir ein bisschen besser sehen können, was hier eigentlich abgeht bei dieser Skater-Tastatur. Wie heißt sie nochmal? Skater. Skeletor. Okay. Leg mal los, zeig doch mal. Ja, genau. Also wir haben, was ich schon eben sagte, wir haben hier eine universelle Halterung. Das heißt, jedes handelsübliche Smartphone wird da hineinpassen, passt da hinein. Außerdem haben wir natürlich eine eigene Software dafür entwickelt, eine eigene Engine programmiert tatsächlich. Das nennt sich Rocket Swarm, wie der Schwarm. Und sie wird auch auf allen Devices laufen, also egal ob Windows Phone, Apple oder Android, das läuft auf allen Devices. So, und ich würde jetzt ganz kurz mal was dazu sagen, was man jetzt hier sieht. Das ist quasi der Startbildschirm. Da haben wir, das kennt man von PowerGrid schon, so ein paar System-Stats, wie jetzt irgendwie die CPU-Auslastung und solche Sachen. Aber wir können natürlich noch viel mehr. Wir können zum einen, wir haben unser Touch-Handy, können damit natürlich Sachen steuern. Ich kann ja mal ein bisschen hin und her wischen. Wir können das Ganze natürlich auch, deshalb diese Integrationsgeschichte. Wir können natürlich auch über die Tastatur Sachen hin und her switchen. So, gehen wir jetzt aber vom Startbildschirm aus. Die Software ist intelligent, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich werde es auch demonstrieren und beweisen. Was wir jetzt zum Beispiel sehen, ist quasi unsere Bedienoberfläche für den Browser, den ich jetzt hier auch geöffnet habe. Genauso erkennt die App natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel in Word arbeiten will. Wir haben so ein paar Sachen natürlich vorbereitet, dass man ein bisschen was schon mal sehen kann und weiß, worum es dabei eigentlich geht. Ich öffne Word und man sieht sofort, wechselt die Software automatisch auf die Word-Oberfläche. Und natürlich wird das Ganze dann auch mit Spielen gehen, mit anderen Programmen und ja, das ist einfach der Hintergrund. Und deshalb sage ich vollständige Smartphone-Integration. Aber das war noch nicht alles. Das war noch nicht alles, Sebastian. Was kommt denn noch? Ja, lieber Fischkopf, da kommt noch einiges. Wir können zum Beispiel, stell dir die Situation vor, du siehst ja hier, es ist ja auch an ganz vielen Stellen angeschlossen, das hat auch alles seinen Sinn. Stell dir vor, du bist gerade am Zocken und es ruft dich jemand an. Du drückst einfach nur eine Taste und hast sofort das Gespräch auf deinem Headset, egal welches Headset du gerade angeschlossen hast. Genauso kannst du deinen Telefonanruf machen. Du drückst einfach die Taste, kannst über die Tastatur wählen und telefonierst. What? Oder, was ich persönlich total geil finde, du bekommst eine SMS, eine WhatsApp, normalerweise Handy in die Hand nehmen, irgendwas schreiben, tot. So, in dem Fall, wir haben einfach einen Knopf, du drückst einfach einen Knopf und die Tastatur schreibt die SMS auf deinem Handy. Also du kannst über die Tastatur deine SMS beantworten. Wieder draufdrücken, bist wieder in der Computersteuerung. Ich kann das hier vielleicht auch mal demonstrieren, mal schauen. Genau, wir sind jetzt in der Computersteuerung, man sieht, ich schreibe hier schöne Sätze, jetzt gerade. So, wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt den Button drücke, sieht man zumindest jetzt schon mal, da schreibt nichts mehr. Wir können das mal probieren mit dem Handy, ganz schnell. Ich hoffe, es funktioniert. Internet. So, da sieht man es auch schon. Man sieht vielleicht, ich hoffe, man sieht es hier, die Browserzeile. Ich schreibe jetzt direkt auf dem Handy. Ja, ich switche wieder und ich schreibe wieder hier in Word. Krass, also falls man das jetzt nicht so gut sehen konnte, ich kann es bezeugen, er schrieb dann auf dem Handy und ich kriege die Tür nicht zu. Ich finde das ganz praktisch, weil ich tatsächlich sehr oft zwischen den Aufnahmen dann mein Handy in die Hand nehme und Leuten was schreiben muss und antworten muss. Finde ich geil.
Ja, und ich meine, das hat natürlich auch echt einen praktischen Nutzen, ne, beim Zocken. Es gibt jede Menge Spiele, wo du immer mal irgendwas auch nachguckst im Internet. Ich gestehe, ich bin zum Beispiel unter anderem ein DayZ-Spieler. Das heißt, ich würde mir natürlich aufs Handy über Internet, würde ich mir da zum Beispiel eine Map aufs Handy packen. Und ne, das kann ich halt alles wunderbar, quasi on the fly, sagt man ja so schön, kann ich das machen. Und das, ja, ist eine schöne Sache. Also das Ding ist, ihr hattet mich ja schon bei der Halterung an sich, weil ich es geil finde, mein Handy einfach nur an der Tastatur zu bappen. Das reicht mir schon völlig. Und dann auch die verrückten anderen Sachen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Du sagtest, es ist ein Prototyp. Ja, das ist eine natürlich sehr frühe Version. Wir sind auch noch fleißig dabei zu entwickeln, aber im Prinzip, das kommt dem Ganzen schon sehr, sehr nahe, wie es dann natürlich final auch aussehen wird. Und was ein ganz großer Punkt ist, ist halt bei unseren neuen Produkten, wir haben eine neue Designphilosophie, hatte ich auch schon mal erwähnt, diese Adaptivität, Modularität, das heißt zum Beispiel hier so ein Bauteil wie diesen Ständer, den kann man sich zum Beispiel auch, wenn man jetzt zum Beispiel Designer ist oder irgendwelche Fähigkeiten in der Richtung hat, man kann sich natürlich sowas auch selbst designen, sich über einen Online-Dienst 3D ausdrucken. Du kannst theoretisch, ich weiß nicht, ob du vor dem Rechner rauchst zum Beispiel. Ich rauch gar nicht, Mann. Ach, du rauchst gar nicht. So, dann könntest du rauchen. Wir rauchen auch nicht bei Rocket. Aber du könntest zum Beispiel auch dir einen kleinen Becherhalter ausdrucken, theoretisch, und ihn dir hier an die Schiene klemmen. Also das ist, die Möglichkeiten sind halt da, dass du sowas tun kannst. Aber da habe ich natürlich auch noch was anderes dabei, wo ich das noch ein bisschen eindrucksvoller zeigen kann, wo es halt hingeht und was wir uns dabei so gedacht haben. Abgefahren. Abgefahren. Aber hier sind wir jetzt erstmal durch, oder was? Mit der Tastatur. Mit der Tastatur. Es geht noch weiter. Ja, jetzt haben wir hier unser zweites Produkt, was wirklich, wie gesagt, sehr, sehr neu ist, noch nicht gesehen wurde von niemandem bisher. Das ist die Rocket NIS. Das ist unsere, ich sage das so ein bisschen in Anführungszeichen, unsere MMO-Maus. Wir haben sie entwickelt, weil wir eine MMO-Maus entwickeln wollten, aber natürlich ist es wie immer bei Rocket doch noch deutlich mehr und da kommen wir wieder auf dieses Adaptivität, Modularität. Normalerweise MMO-Maus, ich habe das hier auch schon mal so ein bisschen vorbereitet, hat immer viele Buttons so auf der Seite. Und da haben wir uns aber gedacht, mit unserem Anspruch, den wir jetzt ja auch an die Produkte legen, was ist denn aber, wenn ich jetzt keine 12 Tasten hier haben will, wenn ich nur 8 Tasten haben will, wenn ich aber nur 6 haben will oder wenn ich bei dem nächsten Spiel, was ich spiele, vielleicht 5 Tasten haben will. Oder was ist, wenn mir die Form, die Haptik, das, was auch immer, das Aussehen der Tasten vielleicht gar nicht gefällt. Was kann man da machen? So, und dann haben wir deshalb uns überlegt... Du musst sie ungefähr hier halten. Okay, ich halte sie hier. Dann haben wir uns überlegt, ich rück das mal hier so ins Bild. Also die Maus ist jetzt nicht etwa kaputt, sondern es ist tatsächlich so, dass wir hier verschiedene Button-Sets haben. Die liefern wir auch, wir liefern schon eine Auswahl mit bei der Maus. Und du kannst halt ganz viel machen, wie du das haben willst. Du kannst hier zum Beispiel 2 große Tasten, wie ich das hier gemacht habe, kannst hier kleine Tasten. Du kannst aber auch eine Blende einsetzen. Du kannst auch 12 ganz kleine Tasten, die dahin machen. Also da ist jeder frei. Und auch hier ist es wieder so, du kannst dir, wir werden 3D-Druckdaten zur Verfügung stellen, damit die Leute sich wirklich ihre Tasten selber ausdrucken können. Du kannst sie dir auch selber designen und sie dir ausdrucken. Und du kannst halt dadurch, logischerweise, ich meine, warum nicht einfach hier 2 große Tasten, hier die Blende, wie ich es hier schnappe, und hier vielleicht nur eine Taste. Und schon hast du ja fast eine Shooter-Maus. Gut, für eine Shooter-Maus wäre sie jetzt so vielleicht ein wenig zu groß. Deshalb nehmen wir einfach das andere Seitenteil. Und schon haben wir eine schlanke Shooter-Maus. Und das meinte ich damit. Eigentlich MMO-Maus, ne? Und, aber halt genau wie die Tyon. Also die kannst du als MMO-Maus genauso wie als Shooter-Maus benutzen. Und das wollten wir schaffen. Und ich denke, es hat ganz gut hingehauen. Und man hat ja dann auch noch die Möglichkeit, wenn einem langweilig ist und der Strom ist ausgefallen, dann kann man ja einfach Lego spielen mit seiner Maus. Absolut. Danke, Rocket. Bitte, Fischi. Schön. Sind wir jetzt hier? Haben wir jetzt hier? Jetzt. Abgefahren. Alles. Cool.